answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Jetzt ist was passiert. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und danke, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zum zweiten Part von Green Hell. Hier der Überlebenskampf im Dschungel in Amazonas gegen die Eingeborenen, gegen den Kampf um unsere Freundin oder Frau. Weil auch immer das war, am letzten sind wir hier stehen geblieben in dem Zelt. Unsere Frau, die ist schon abgehauen zu den Eingeborenen, die wollte ja zu denen und hat uns hier an unserem Geburtstag allein zurückgelassen mit dieser schicken kleinen Smartwatch. Genau. Was soll ich noch groß sagen? Wir müssen etwas Nahrhaftes finden, steht da oben. Und dann begeben wir uns doch langsam mal auf den Weg. Ah, hier haben wir erstmal wieder Macheten, die wir mitnehmen können. Kein Platz mehr. Okay, gut. Schauen wir doch mal. Gut. Dann haben wir ein Tagebuch. Also, schauen wir doch mal. Ah, die grünen ist also fett. Dafür sind Nüsse am besten geeignet. Das gelbe sind Kohlenhydrate für Früchte. Eiweiß für Fleisch. Und halt Wasser natürlich, klar. Finde etwas Nahrhaftes. Wir haben doch was Nahrhaftes im Rucksack, oder? Was war doch so gewesen? Was haben wir denn? Wir hatten noch Bananen das letzte Mal gefunden. Hier. Hilft das? Sogar eine Nuss hier. Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Das scheint anscheinend nicht zu reichen. Okay. Wir brauchen noch Fette, also noch, es ist auf jeden Fall, vielleicht müssen wir das voll machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Fette und Eiweiß. Ah, geh doch weg, ey, Rucksack. So, Fette und Eiweiß brauchen wir. Wir geben uns mal hier auf den Dschungel, in den Dschungel und gucken, was wir hier noch so finden. Ah, guck mal hier. Eier, das Vogelnest ist nämlich auch mit. So trockenes Zeug ist immer gut zum Andinglen, Feuer anfachen. Dann schaue ich jetzt nochmal kurz in den Rucksack rein. Kann man die Eier auch essen? Bestimmt, oder? Scheint nicht so lecker gewesen sein. Lecker gewesen zu sein. Jo, was haben wir denn hier? Lianen, kleine Stöcke. Hier, den nehme ich mal mit. Kann man immer brauchen. Kleiner Stock. Ne, unser Inventar ist voll. Also unser Stockinventar ist zumindest voll. Ist das hier? Wir haben Pilze gefunden. Sehr schön. Und Wasser. Wasser können wir auch. Und Steine. Wir sind ja begeisterter Steinesammler. Wasser ist auch gut. Pilze. Was sagt die Uhr? Fette und... Wir brauchen eigentlich nur noch Fette. Eiweiß. Quatsch, wir brauchen Eiweiß. Dafür ist Fleisch gedacht. Ja. Hä? Okay, was sollen wir denn hier am besten an Fleisch essen? Haben wir eine Kokosnuss? Können wir die... Warte mal, vielleicht müssen wir die kaputt machen. Aha. Gucken wir mal. Kann man die essen? Was gibt denn die an Nährstoffen? Trinken, herstellen, sammeln. Was kann man denn aus der herstellen? Nee, die behalte ich mal. Wir brauchen noch Fette, Leute. Wir müssen fetter werden hier im Dschungel. Ah, warte. Im Lager habe ich doch so Mäuse rumlaufen sehen. Vielleicht können wir die irgendwie fangen. Ist hier was? Da! Habe ich sie erwischt? Nicht wirklich, gell? Die war vielleicht zu weit weg. Ich habe da nur so ein Blatt abgeschnitten. Ist hier irgendwo noch eine Maus? Oder wir müssen halt so Eier suchen gehen, ne? Das kann natürlich auch sein. Hier ist keine Maus mehr.
Vielleicht habe ich die erwischt und die ist ins Nevada geflogen. Das kann natürlich auch sein. Ja, guck ich mal, ob ich noch so ein Vogelnest finde. Finde etwas Nahrhaftes. Ja. Das ist mir schon klar. Beim Weg hierher habe ich ja noch so eine Art Gecko oder so ein... Was war das gewesen? Habe ich doch gefunden. So eine Eidechse. Eine große. Oder ich finde halt wieder so Eier. Das würde natürlich auch noch was bringen. Am besten so ein Nest. Leute, ich weiß nicht, was ich machen muss. Weg da. Machete plus 1. Wieso steht da plus 1, wenn sie sich doch abnutzt? Müsste da nicht eigentlich minus 1 stehen? Ich bin überfordert. Ja, mal ehrlich, wir haben jetzt Bananen gegessen, wir haben jetzt Eier gegessen, wir haben Pilze, kann man die Pilze essen? Da guck ich mal. Unbekannter Pilz. Einfach mal essen. Kohlenhydrate und Energie haben wir jetzt bekommen. Wir brauchen aber Fett. Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht vergiften bei den Pilzen. Brauchen wir Fett. Vielleicht finden wir was. Guck mal, die haben hier genug Dosenfutter hier und so Zeug. Vielleicht kann man hier was essen? Hier bei uns im Lager? Nee. Guck mal, wenigstens abspulen hätte sie können. Hier, Istermorgen lässt einfach mir alles stehen. Und es ist mein Geburtstag. Oh, was haben wir hier? Proteinriegel. Guck mal da. Proteinriegel. Was geben die uns für Werte? Von allem ein bisschen was. Geil. Ja, sollte das jetzt nicht reichen? Ich glaube, Fette ist noch... Also dieses Rote ist noch nicht ganz voll. Energie ist es ja, stimmt. Das ist ja nicht, das Rote ist ja Energie, nicht Fette. Oh, ich depp. Rucksack. Essen. Aha, jetzt. Ah, cool. Gut ausgeruht und wohl well fed. Ernährt. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found him yet? See. And, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Schau dir das Korkbrett an. Also, die bleibt auf jeden Fall noch dort. Tut ein bisschen jetzt die Weide unter die Lupe nehmen. Und wir wollen da wegen Pflanzen gucken. Ne, hier nichts. Was ist das hier? Ah, guck mal hier. Tabakpflanzen heilen Bissen von giftigen Tieren ganz vorzüglich, aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Indem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon gefunden. Ein guter Aussichtspunkt. Begib dich nach Norden, um eine Tabakpflanze zu finden. Nach Norden müssen wir. Benutze das Maul. Ah, guck mal, wir haben Kompass. Geil. Okay. Wir müssen also hier in die Richtung. Machen wir uns mal auf den Weg. Nach Norden auf so einem Felsen, hat er gesagt gehabt.
nach Norden auf so einen... Perfekt. Das müsste hier sein. Das erinnert mich an die Schulzeit, wo wir so Seile an, so Taus, die an der Decke befestigt waren, dann so hochklettern mussten. Oh shit. Fuck me. Wir haben uns verletzt. Mia, hilf mir. Mia. Die Liane ist gerissen. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Drücke C. Und den Körper untersuchen. Ah. Einfach dreckig und... Aha, so. Okay. Okay, das sieht nicht so schön aus. Und meine Beine, sind die in Ordnung? Die sehen gut aus. Okay. Nur ein paar Kratzer. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Ein Verband machen. Ja, kann ich ja nachlesen. Yes, I do. Sag mal, ja. Molinaria. Long, smooth, acute leaf. Surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notes app. Für Verband. Call me when you've treated your wound. Tagebuch, neuer Eintrag. Ah, hier. Molinaria. Mhm. So sieht die aus. So mit gelben Blüten und die langen Blätter eignen sich ideal für Verbände. Ja, dann suchen wir doch mal so ein Ding. Mit so gelben Blüten. Ah, hier. Die ist das doch. Muss ich da einfach draufhauen? Ah, perfekt. Deinem Tagebuch wurde neue Handwerksrezepte hinzugefügt. Drücke N, um das Tagebuch zu öffnen und wähle dann das erste Handwerkslesezeichen. Und das erste. Verband, hier. Cool. Finde eine, habe ich? Stelle einen Verband her. Ich glaube, da muss ich doch eher einen Rucksack, oder? So. Herstellen. Verband herstellen. Super. Ziehe den Gegenstand über deinen Handwerkstisch. Um einen Verband anzulegen, starte die Untersuchung und ziehe... Ah, jetzt noch die Untersuchung starten. Linker, rechter Arm. Und Verband draufziehen. Wir lernen so schnell. Wir lernen so schnell. Ich bin einfach der Beste. Okay. Ich bin... Was? Da bin ich wieder. Wunderbar eingepackt. All wrapped up nicely. Does it hurt? Ach was, wir spüren keine Schmerzen. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Jetzt ist was passiert. Okay, es ist jetzt anscheinend schon Tag 32. Jetzt muss ich mal die Mia finden.
Wir haben ja vorher mitgekriegt gehabt, die Lager haben sich anscheinend so gespaltet. Einer, dem ist ziemlich langweilig gewesen. Ein paar von denen oder einer von denen hatte was dagegen, dass die Mia bei denen ist und der, und die andere nicht so. Und jetzt ist sie in Gefahr. Story-Modus. Du hast ein Tutorial. Ah, du hast ein Tutorial abgeschlossen zum Story-Modus gehört, der zum Story-Modus gehört, in der Verkleidung erhalten sein wird. Ah, ich glaube, es ist fertig. Das war ja nur Early Access und der Anfang vom Story-Modus. Ah, jetzt drücke Space, um mit dem Survival-Modus fortzufahren. Also fertig ist es nicht. Das war einfach der Teil vom Story-Modus. Tagebuch-Eintrag, neuer Eintrag. Nein, nee, ist es schon noch nicht fertig. Schwache Fackel im Tagebuch. Steinfalle für so kleine Tiere wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich hier Rezepte gekriegt sozusagen in dem Sinne. Kleines Feuer. Wo habe ich denn? Blätterbeet? Das mit der Fackel finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Habe ich überhaupt was? Nee, ich habe ja nicht mal eine Machete. Kleiner Unterstand. Jetzt geht's wirklich hier ums Überleben, oder was? Haben wir jetzt... Ich glaube, der Story-Modus ist jetzt beendet. Haben wir noch unsere Sachen im Rucksack drinne? Nee, gar nichts. Auch nicht die Machete. Nur ein bisschen was zu essen. Wir müssen uns jetzt wirklich unsere Sachen jetzt erstmal craften. Ich würde anfangen mit so einer Spitzhacke mal. Und nochmal Tagebuch öffnen. Seil von Lian, okay. Ne, wo waren denn die Waffen gewesen? Hier. Handwerk. Feuer machen. Ah, das sind einfach so ein bisschen Tipps und so. Okay. Kleines Feuer. Ich würde gern wissen, wie... Vorhin war doch Handfackel hinzugefügt. Ah, hier Fackel. Ein Stock und ein Stein einfach. Nee, Stock und ein Seil. Das Problem ist jetzt, wir müssen wahrscheinlich Stöcke auf dem Boden erstmal finden, weil so können wir... Ah, tatsächlich. Hier. Stock. Gut, Stock und Steine sammeln wir jetzt erstmal. Stock und Steine. Kleiner Stock. Den können wir gut für Lagerfeuer gebrauchen. Ich bin jetzt trotzdem gerade mal ein bisschen neben der Spur. Die Story hat jetzt, glaube ich, aufgehört. Und weil das Spiel in der Early... Oh, guck mal, ist das ein... Was, klasse? Ameisen! Ich will den Frosch haben. Den kann man sicher essen. Die bringen mich um. Warte mal. Oh, nö, oder? Gehen die von alleine weg? Scheiße. Okay. Das ist ja richtig gefährlich hier. Was haben wir hier? Guck mal, Bananen. Da haben wir sicher schon mal was zu essen. Das ist gut. Die nehme ich alle mit. Diesmal haben wir keine Proteinriegel. Steine brauchen wir jetzt noch. Scheiße, wir sind ja total verwundet jetzt. Geringe Gesundheit. Ja, ich weiß. Wir brauchen noch was zu trinken. Und Verbände. Ein großer Stein. Kann ich doch sicher. Nee, so nicht. Da können wir Seile machen. Da ist eine Schlange, eine giftige. Willst du... Okay. Okay, okay. Am besten mal ein bisschen... Wildschweine. Sind die gefährlich hier in dem Spiel? Nee, das sind keine Wildschweine. Oder? Waren das Wildschweine? Doch, das waren Wildschweine.
Mäuse. Ich brauche unbedingt noch Steine, brauche ich. Da kann ich auch Äxte und so Zeug kann ich herstellen. Und diese Blätter, wo ich Verbände herstellen kann, das ist auch wichtig. What the fuck? Da hat doch einer gesungen gerade eben. Sicher einer von diesen Eingeborenen. Okay, wir haben auch einen Stein gefunden. Das ist sicher gut. Steinklinge. Ich muss weg davon. Der greift mich doch 100 pro an, oder? Ich geh trotzdem mal nachschauen. Aber wir brauchen was zu trinken. Ich brauche Wasser. Ich habe doch Schritte gehört. Da hinten! Haben die mich gesehen? Da ist 100 pro einer. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die lieb sind. Ich hau ab. Nee, das ist mir zu gefährlich. Die bringen mich noch um und dann? Guck mal, wir haben eine Brücke gefunden. Wo Brücken ist, ist doch meistens Wasser. Was? Nee, ist mir zu gefährlich. Gut, okay, warte mal, was sagt denn unsere Uhr? So schnell tun wir noch nicht dehydrieren. Ich tu mal schnell jetzt eine Klinge herstellen. Rucksack. Guck mal, hier ein bisschen craften jetzt. Warte, wo haben wir denn die ganzen Sachen? Hier, nee. Stein. Herstellen. God, I'm thirsty. Steinklinge. Perfekt. Guck mal, das ist doch schon mal was. Sehr schön. Hier haben wir Wasser. Es fängt an zu regnen. Oh, guck mal, wie gut das aussieht. Wir müssen was trinken. Verdammt, wir brauchen was zu trinken. Okay, wartet noch mal kurz. Ich will jetzt trotzdem noch mal schnell schauen. Wir können ganz bestimmt auch, wo sind denn die ganzen Stöcke, die wir eingesammelt haben? Das kann doch nicht sein. Ah, hier oben. Stock? Nach Quatsch. Ach Quatsch, so. Herstellen. Ein Seil sicher noch. Ja, eine Axt. Perfekt. Jetzt haben wir eine Axt gebaut. Den nehme ich wieder mit. Seile kann man immer brauchen. Okay. Ich will nur noch was zu trinken finden. Kann man hier nicht trinken? Scheiße. Das wird langsam eng. Ich beeil mich mal. Das ist zu steil. Da kommen wir nicht runter so einfach. Ist da Wasser? Ja, ich weiß. Mach doch einfach den Mund auf, es regnet doch. Ich suche ja schon Wasser. Oh, das wird richtig knapp, habe ich das Gefühl. Jetzt verrecken wir noch, weil wir kein Wasser finden. Das ist schon am Anfang. Hey, gib mir doch mal irgendwo Wasser.
Ich könnte die Eingeborenen fragen, ob die mir was haben. Scheiße. Ach komm bitte, gib mir doch irgendwo Wasser. Ah! Kokosnuss hat glaube ich auch Wasser, wenn mich nicht alles täuscht. Rucksack. Essen. Kokosnuss. Trinken. Oh, sehr schön. Ist wieder gut, gell? Ist auf jeden Fall gut nicht, aber besser. Oh, warte, wir können noch weiter draus trinken, habe ich das Gefühl. Nee, nicht mehr. Kann nur noch was draus herstellen. Okay. Okay, okay. Aber wir haben schon mal was. Das heißt, Kokosnüsse geben uns auch noch Wasser. Oh, Steine können wir echt gut gebrauchen. Die müssen wir erst sammeln. Leute, aber die Zeit, die rennt uns davon. Wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde angekommen. Ich werde den Part an der Stelle jetzt beenden. Mach auf jeden Fall aber noch einen dritten Part, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Und das wollt ihr doch ganz sicher auch. Und ich sag schon mal auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet dieses Video ruhig. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Nier und ciao.